Hallo und herzlich willkommen hier in der Wunderkesselküche. Ich bin Kai und heute machen wir einen leckeren Brotaufstrich, nämlich Toffee-Teller. Das ist ein toller Brotaufstrich, der sich wunderbar als Ersatz oder als Alternative zu dem gekauften Brotaufstrich eignet. Passt super zu unseren Milchbrötchen, die wir auch schon hier im Kanal vorgestellt haben, oder aber auch zu Einback oder ganz normal morgens aufs Frühstücksbrötchen. Wie der Name Toffee-Teller natürlich schon sagt, brauchen wir Toffee-Fees. Und zwar nehmen wir da 200 Gramm. Die kommen hier direkt in unseren Mixtopf hinein. Das Ganze werden wir jetzt 10 Sekunden auf Stufe 7 zerkleinern. Und hier wieder der Kardinalsfehler. Ich hätte jetzt den Deckel vergessen. Also 10 Sekunden, Stufe 7. Die sind jetzt schön klein gehäckselt. Als nächstes nehmen wir Butter, 50 Gramm. Die solltet ihr ein bisschen vorher aus dem Kühlschrank nehmen, dass die auch entsprechend weich ist. Und 50 Gramm Sahne. Ihr könnt natürlich auch, wenn ihr es ein bisschen Kalorien reduzieren wollt, auch fettarme Milch nehmen. Aber ich glaube, wenn man 200 Gramm Toffee-Fee da drin hat, dann ist das eigentlich auch egal, ob da Sahne drin ist oder fettarme Milch. Das Ganze 5 Minuten, Stufe 3, 37 Grad. Ich weiß, die älteren Modelle, die können nur 40 Grad, aber das ist egal, dann macht ihr halt eben Stufe 3, 40 Grad. So, hierbei muss man immer ein bisschen schauen. Da wird sich jetzt oben was festsetzen. Also immer schön alle paar Augenblicke mal reinschauen und mit dem Spatel nach unten schieben, falls sich oben am Kesselrand was festsetzen sollte. Unser Toffee-Teller ist eigentlich soweit fertig. Das sieht noch sehr, sehr flüssig aus. Wird aber, wenn man es kühl stellt, auch entsprechend zäh. Ja? Ich fülle das jetzt hier in so eine normale Schüssel zu Hause, macht ihr das am besten in ein Schraubglas. Wir machen das hier rein, weil ich bin davon überzeugt, dass das hier ganz schnell weggeht. Vor allen Dingen, wenn wir nachher noch Milchbrötchen dazu haben, dann haben die Kollegen hier am Set haben das alle weggefuttert. Also da brauchen wir nicht lang aufzuheben. Wir stellen das jetzt in den Kühlschrank und ich denke mal so in einer Stunde etwa wird das fest werden und streichbar. So, unsere Toffee-Teller war jetzt lang genug im Kühlschrank, ist jetzt entsprechend streichfest geworden und ich probiere die jetzt auch, und zwar hier mit einem von unseren gigantischen Milchbrötchen. Das Rezept findet ihr ebenfalls im Forum bzw. hier im YouTube-Kanal. Und dann wollen wir nochmal schauen, wie die Toffee-Teller schmeckt. Ich habe jetzt noch so ein bisschen weiße Schokoladeraspel oben drauf gemacht, einfach für die Deko. Und dann schauen wir mal. Sehr lecker. Auf jeden Fall. Also ich finde das fast besser. Nein, das ist Quatsch. Ich finde es besser als das gekaufte Nuss-Nougat-Creme-Zeug, was es überall immer so gibt, wo auch Fußballer Werbung für machen. Ich finde es da viel cooler. Und es ist jetzt ehrlich gesagt auch nicht viel Arbeit. Also kann man genau so lassen. Ich bin begeistert. Toll, wirklich. Tut mir einen Gefallen, schreibt mir in die Kommentare, ob ihr Toffee-Teller mögt. Vielleicht gibt es auch was anderes, wo ihr sagt, hey, das ist auch noch ein super Brotaufstrich zum Frühstück, schmeckt genauso gut, vielleicht sogar besser oder ist mein Favorite. Ich freue mich auf jeden Fall über eure Kommentare. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir ein Like da und abonniert auf jeden Fall unseren Wunderkessel-Videokanal hier bei YouTube, denn dann bekommt ihr regelmäßig neue Rezepte, Tipps und Tricks rund um unseren Wunderkessel. Bis dahin sage ich tschüss, alles Gute und guten Appetit!